Die agroindustrielle Landwirtschaft arbeitet mit hohem Verbrauch an fossiler Energie und trägt damit mit hohem Maße zur Schädigung des Weltklimas bei. Alljährlich werden für gut 200 Milliarden Euro chemische Düngemittel produziert mit fossiler Energie und fossilen Rohstoffen. Das ist ein unglaublicher Betrag. Der politische Wille da wäre. Und mit der Pestizidsteuer, auch für die vielen externen Wirkungen, die die Pestizide verursachen. Insoweit ist die ökologische Land- und Ernährungswirtschaft die einzig resiliente und zukunftsfähige. Denn wir müssen sie in ihrer Ressourcen Effizienz messen und dies im politischen wie im gesellschaftlichen Dialog offen und vorwärtsgerichtet verargumentieren und eben die entsprechenden Begleitstrukturen einfordern. Doch, liebe Gäste, ich glaube, wir sind uns einig, Bio alleine nach VO, EU, Bio reicht auch nicht aus. Das ist die Grundlage sozusagen, das ist die Rechtsnorm. Zusätzlich müssen wir Biodiversität erhalten, fördern, klimafreundlich wirtschaften, besonders tierschutzgerecht, inklusive der Schlachtung, ich sage nochmal mit CO2-Verbot, direkt vom Bauern faire Preise aus der Heimatförderung unserer Agrarkultur. Und lassen Sie mich kurz bitte zu dieser systemischen Thematik auch noch Folgendes sagen. So wie wir die externen Kosten der konventionellen, chemisch-fossilen Agrarwirtschaft diesen auferlegen müssen, so müssen auch die externen Leistungen, wir haben die externen Kosten dieses Systems und wir haben die externen Leistungen des Ökosystems, die externen Leistungen der ökologisch nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft vergüten. Voraussetzung für Freiheit ist Übernahme von Verantwortung. Das ist der Punkt. Und ich glaube, wir sind hier nah dran. Wir sind ja alle, die darum ringen, wie können wir Verantwortung für die Zukunft der Menschheit übernehmen und die nicht delegieren an Märkte, Wirtschaft, Religion oder Chefs. Wir als Unternehmer, Unternehmerinnen, Sie kennen das, Verantwortung zu übernehmen und sind gewohnt, das zu tun. Aber ich glaube, wir müssen auch viel stärker noch unsere Partner in den Wirtschaftsprozessen dafür gewinnen. Und natürlich trifft das auch auf die Betrachtung der Konsumenten zu. Wie ist das mit der wirtschaftlichen Rolle des sogenannten Endverbrauchers, des Konsumenten? Oft hat man immer noch den Eindruck, da ist der Konsument Verfügungsmasse, die in einer bestimmten Richtung, also die sollen jetzt doch verdammt nochmal mehr Bio kaufen, also das gibt es doch gar nicht. Ja? Die wissen doch eigentlich alle, dass die Welt damit zu retten ist. So, warum machen die das dann nicht? Ja? Ich glaube, wir müssen uns trauen, die Menschen im Sinne von Slow Food als Prosumenten in die Verantwortung zu nehmen. Das ihnen auch zuzutrauen, genau wie unseren Geschäftspartner, zuzutrauen, mit in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, ihr müsst mit uns in die Verantwortung gehen für die Zukunftsfähigkeit der Menschheit. Das ist euer originäres Interesse, das ist unser aller Interesse. Ihr seid nicht Ziel unseres wirtschaftlichen Prozesses, sondern ihr seid Teil des wirtschaftlichen Prozesses und müsst diese Verantwortung auch aufnehmen. Also ganz im Sinne der Prosumentenausstattung, die wir haben. Und es geht letztendlich um euer Wohl, es geht um den Schutz der Erde, Gerechtigkeit, Wohl für eure Kinder und überhaupt Überlebensfähigkeit. Ich glaube Folgendes, wenn wir das jetzt nicht ordentlich tun miteinander, über diese Wirtschaftsfragen nachdenken, Wirtschaftsprozesse nachdenken, uns selbst reflektieren, Bewusstsein auf den Buckel schaffen und wirklich handeln zu können aus Verantwortung heraus, dann kriegen wir vielleicht 30% Bio. Aber wir kriegen nicht 30% von dem, was wir brauchen für eine Zukunftsfähigkeit. Da bin ich ganz sicher. Herzlichen Dank. Die Fläche ist aber natürlich ein Indikator, den man ziemlich gut messen kann und der sich auch gut eignet für politische Ziele. Aber wie misst man Anteil am Lebensmittelhandwerk, an der Lebensmittelverarbeitung? Und wie kriegen wir den da? Und wie nehmen wir alle mit? Weil wir eigentlich viel zu große Strukturen auf der einen Seite und viel zu kleine auf der anderen haben, weil wir genau diesen Mittelweg brauchen. Also da ist noch viel zu tun. Habe ich Schätzungen gemacht jetzt für 2022 auch schon. Da gibt es natürlich überhaupt keine Zahlen. Ich höre nur das, was ich aus der Branche so höre, dass wir
kaum eine Umstellung haben, dass wir ein bisschen mehr Ackerland haben, dass wir weniger Schweinefleisch haben, es werden Mastställe nicht besetzt. Das gleiche haben wir auch bei den Eiern, wo der konventionelle Markt in manchen Bereichen wieder so stark nach oben geht und gute Preise zahlt, hat es auf einmal wieder eine Auswirkung auf den Biomarkt. Wir haben jahrelang immer uns versucht, von diesem konventionellen Markt zu lösen, in der Preisentwicklung, in den Verhandlungen, und jetzt schielen natürlich, aber das machen die Biobauern genauso, die schielen dahin, was passiert auf dem konventionellen Bauern. Wenn der so viel kriegt, warum, dann muss ich doch mindestens genauso viel kriegen. Aber gucken nicht, dass wir da doch einen unabhängigen Markt haben. Also eigentlich müssten wir uns auch davon lösen und sagen, das ist unser Biomarkt und der ist anders und deswegen gibt es jetzt die Preise, dafür sind die langfristiger. Aber auch das, diese Langfristigkeit, die wir eigentlich, in der wir lange Zeit gearbeitet haben, auch die ist eben schwierig mit diesen ganzen Entwicklungskosten, die man nicht einschätzen kann. Ja, und das ist jetzt das Trauerspiel, was ich eben schon beim Getreide gezeigt habe. Dieser Abstand wird jetzt gerade jeden Monat geringer. Und natürlich gucken die Biobauern dahin, was wie konventionell Bauern bekommen. Und es gibt auch Bauern, die schon wieder zurückumstellen. Bei der Milch haben wir es auch gesehen, und sehr von den Entscheidungen des Handels natürlich abhängt. Was machen die einzelnen Handelsketten? Wir haben das alle erlebt jetzt im Sommer mit der Milch und den 1,69 bei Aldi, die jetzt wieder zurückgegangen sind auf 1,49, 1,45. Da haben wir alle nur den Kopf geschüttelt. Warum muss das jetzt sein, dass das so hoch geht? Wer steckt sich da das Geld in die Tasche? Doch nicht die Biobauern, haben wir eben gesehen. Ja, aber vor diesem, wo stehen wir da in diesem Biomarkt? Wie kommen wir mit allen Akteuren entlang der ganzen Kette ins Gespräch und wie geht es da weiter? Das ist eigentlich so die spannende Frage, auch gerade die Verarbeiter immer und den Handel mit da reinzukriegen. Entwicklungen auch in den Nachbarländern. Die letzten richtig validierten Zahlen für alle Länder hatten wir 2020. Da gab es natürlich dieses riesen zweistellige Plus, aber ich habe jetzt auch mal geguckt, das ist jetzt die gleiche Darstellung, was ist eigentlich in den 21 und 22 passiert. Und da sehen wir 21 noch ein sehr differenziertes Bild. Da gibt es in etlichen Ländern auch noch weiteres Wachstum. Vor allen Dingen Österreich zum Beispiel ist hat weiter um 11% zugenommen. Auch mit Deutschland waren wir mit 6% eigentlich ziemlich gut dabei. Während in anderen Ländern, also zum Beispiel Frankreich und Italien, da auch schon Rückgänge zu verzeichnen waren gegenüber diesem Boom-Jahr 2020, 22 jetzt so nach ersten Zahlen, ist das eben in anderen Ländern bis auf Österreich auch so, dass dort die Bio-Umsätze zurückgehen. Also es ist eine ähnliche Entwicklung in den Nachbarländern auch. Und auch ähnlich, was sonst noch so passiert, dass es nämlich die Discounter-Anteile gewinnen, dass die Handelsmarken Anteile gewinnen. Wie verhält sich jetzt eigentlich unsere jetzige Situation gegenüber 2019, also gegenüber vor Corona? Und das zeige ich auch ganz am Schluss noch, dass wir da also diese Schwelle, die wir da genommen haben, immer noch weit überschritten haben. Und wie sieht es jetzt weiter aus? Das ist mal auch von der GfK, das Konsumklima. Also alle diese Faktoren, die da immer gemessen werden, sehen wir, das ist natürlich rapide runtergegangen mit dem Kriegsausbruch, aber es stabilisiert sich seit August, Juli, August stabilisiert sich. Und genau das sehen wir jetzt auch tatsächlich in den Käufen von Bioprodukten. Also auch da stabilisiert sich es wieder seit August. Bio ist wichtig, aber wir müssen mehr aufs Geld achten. Also viele Verbraucher haben das Portemonnaie viel fester in der Tasche. Die Markenartikler, die größeren Schwierigkeiten haben, und der Naturgoshandel, die größeren Schwierigkeiten hat. Und das sieht man auch hier, dass sie, also das ist jetzt mal eine Folie von der GfK über den gesamten Lebensmittelmarkt, und da sieht man, dass die Discounter, das ist dies da, das
die 2%, dass die weiter gewinnen. Und wer auch noch ganz klar gewinnt, sind die Drogeriemärkte. Also alle diese Märkte, wo viele Handelsmarken stehen, wo man dann vermeintlich günstig Bio-Produkte kaufen kann. Ja, und dann habe ich hier mal was gemacht, was man eigentlich nicht macht, auf der rechten Seite, nämlich alle Bio-Produkte in der Menge zusammengezählt. Also das sind jetzt Milch und Kohlköpfe und alles zusammen auch mal als Menge zusammengerechnet, um zu zeigen, dass den Unterschied zwischen Bio-Umsatz und Bio-Menge. Und da sehen wir, dass bei Bio der Unterschied gar nicht, also ziemlich klein ist insgesamt, dass also da gar nicht so viel Preissteigerung drin steckt. Aber hier bei den Discountern haben wir einen Plus von 13% in den ersten 8 Monaten und nur 4% mehr Menge wurde da verkauft. Und wir sehen beim Naturkosthandel zum Beispiel, dass die Zahlen fast gleich sind. Das heißt, da sind die Preise fast stabil geblieben, dass dort kaum Preiserhöhung stattfand. Bei der Direktvermarktung dagegen schon und auch in den Vollsortimentern leichte Preiserhöhung. Aber dann will ich nochmal enden mit einer Betrachtung über 2019, damit wir jetzt nicht in einem Loch fallen, sondern sehen, hier haben wir wirklich deutlich höhere Mengen pflanzlichen Drinks. Das bedeutet dann also, das ist 2,5-mal so viel wie 2019. Und das sind einfach Mengen, die weiterhin laufen und die Verbraucher auch annehmen und wir diesen Sprung, den wir gemacht haben mit der Corona-Pandemie, dass der jetzt immer noch da ist und wir nicht dahinterher zurückfallen. Wir sind, auch wenn wir jetzt eine Delle haben, wir sind auf einem guten Weg. Was machen wir jetzt von den Discountern? Ja? Was macht die so erfolgreich und wie können wir ihre günstige Distribution, die sie ja haben, übertragen? Bio Quo Vadis wurde auf eine Studie gerade von dir verwiesen, netterweise. Im Vorfeld zu den Ökomarketing-Tagen habe ich mit, zum einen haben wir jetzt Gebärmarktforschung gemacht und Zahlen rausgesucht, haben aber vor allem aber auch mit 7 Experten gesprochen aus dem Handel, Geschäftsführer aus Vertrieb und Einkauf, sowohl Supermarkt als auch Verbrauchermarkt, auch aus SB Bahnhof, aus auch Bio-Supermarkt und auch Naturkost-Großhandel. Der Biomarkt ist jedes Jahr gestiegen, mit einer einzigen Ausnahme auf 15,9 Milliarden Euro. Der Marktanteil bei 6,8%, natürlich weit weg von den 30%, wenn man die 30% als Umsatzanteil nimmt für 2030. Aber der Marktanteil ist jedes Jahr gestiegen. Aber was wir eben auch schon sehen die ganze Zeit, das ist keine Überraschung, nämlich, dass wir eine Verschiebung haben vom Naturkostfachhandel zu Lebensmitteln, zum traditionellen Lebensmittelhandel. 10% Marktanteil hat der klassische LEH im Biomarkt schon den Naturkostladen abgenommen, während die Hofläden einigermaßen eigentlich sehr stabil bleiben. Das erste Mal seit 20 Jahren eine signifikante negative Umsatzentwicklung für Bio. Das kann man als Krise natürlich sehen. Muss dann nochmal vergleichen, dass im entsprechenden Vergleichszeitraum hat der Gesamtmarkt minus 2,8 gemacht. Das heißt, es ist eine etwas schlechtere Entwicklung, aber eigentlich noch gar nicht so dramatisch. Aber der Biomarkt verliert tatsächlich, und das haben auch dann alle Experten gesagt, wird dieses Jahr das erste Mal Marktanteile verlieren an konventionelle Lebensmittel. Im Moment ist es nur 0,1, ist also gar nicht so wahnsinnig viel. Der Fachhandel verliert im Moment in allen Segmenten dramatisch. Der Biofachhandel auch, aber der gesamte andere Fachhandel, normale Metzger, Bäcker, Feinkostläden eben auch. Das heißt, die Krise der Naturkostläden ist keine Krise des Bio, sondern ist eine Krise des Fachhandels, was relativ logisch natürlich ist, wenn ich eine sinkende Kaufkraft habe oder wenn ich unfassbare Unsicherheiten habe, die wir gestern ja auch schon in der Konsumneigung gesehen haben, dann wirkt sich das auf das Kaufverhalten aus, nicht nur im Bio-Fachhandel, sondern im gesamten Fachhandel. Kann man sagen, hilft auch nicht weiter, muss man trotzdem was tun, nur die Probleme sind nicht biospezifisch, sondern kommen vom Kundenverhalten her eben günstiger zu kaufen. Ja, dann kennen wir natürlich auch die Zahlen, dass die verschiedenen Bio-Supermärkte, die Fachgeschäfte, Hofläden im Moment auch minus 15% circa Umsatzentwicklung haben. Das ist für die natürlich dramatisch.
Und das sind die Experten auch ganz klar davon ausgegangen, dass es existenzbedrohend, das sind ja auch schon leider einige in eine Insolvenz gegangen, existenzbedrohend vor allem für den selbstständigen Naturkosthandel. Das ist auch nicht witzig, wenn ich es mal so formulieren darf. Vor allem, weil von uns kein Mensch weiß, wann eine Normalität wiederkommt. Und kein Mensch weiß, was diese, wir nennen das New Normal, was diese Normalität überhaupt sein wird. Ja. Keiner geht davon aus, dass wir wieder auf Rahmenbedingungen für 2019 kommen, aber keiner weiß, wie die aussehen würden. Und je länger das natürlich alles geht, desto schwieriger wird es vor allem für den selbstständigen Naturkosthandel und desto mehr geht man davon aus, dass wir ein gewisses Ladensterben haben werden. Auch das ist keine Besonderheit des Biohandels, dass die Biohandelsmarken plus 9% haben und die Bioherstellermarken minus 8,9% haben. Das sehen wir im konventionellen Markt genauso, das sehen wir über alle Warengruppen. Ganz normales Verhalten der Kunden. Sie wollen, und das ist aber eigentlich die positive Message, sie wollen eigentlich immer noch Bio kaufen. Sie tun es eben halt nur jetzt billiger. Aber sie wollen es. Also wir sehen also jetzt nicht, dass die Kunden jetzt massiv Bio abwählen und sagen, das mache ich jetzt alles nicht mehr, ich mache nur konventionell. Das ist eigentlich an den Zahlen und gerade was die Experten auch alle gesagt haben, für sie so nicht erkennbar. Bio ist auf dem Niveau, wie es heute ist, bei den Kunden, bei den Verbrauchern, bei den Konsumenten verankert und bleibt auch verankert. Die Attitude, die Einstellung, sagen alle, die verschlechtert sich nicht. Die Behavior, was sie tun, das ist ein Stück weit schon. Aber sie wollen, Menschen wollen nachhaltiger, sich nachhaltiger verhalten. Und es hat ja auch irgendwie eine Logik, das kann man sich ja eigentlich auch plausibel erklären. Vielleicht haben viele in diesem Sommer das erste Mal verstanden, was wirklich Klimawandel bedeutet. Jungen Menschen, für die Nachhaltigkeit viel wichtiger ist, als es für Ältere ist, dann ist das eine positive Botschaft, denn beim Kaufverhalten wissen wir, dass das mitgenommen wird. Bedeutet, die jungen Menschen nehmen ihr nachhaltiges Kaufverhalten mit, wenn sie immer älter werden. Die Jungen werden immer wichtiger und haben eigentlich eine positive Grundlage. Und das führt dann eigentlich dazu, dass wenn man Thesen für 2023 macht, sie gehen aber davon aus, dass es auch sicherlich bis Mitte, Ende 2023 auf alle Fälle anhalten wird, die Folgen. Keiner glaubt, dass kurzfristig, selbst wenn es zu einem Ende des Krieges kommt, dann ups, oder alle Rahmenbedingungen sich wieder ändern, Energiekosten dramatisch runtergehen und wir vielleicht sogar eine Deflation hätten, daran glaubt kein Mensch. Nachhaltigkeit, wie gesagt, haben alle gesagt, bleibt ein relevantes Kaufkriterium, das geht jetzt nicht den Bach runter. Und deshalb glauben die Experten auch, dass der Biomarkt definitiv ähnlich wie in der Finanzkrise, als diese Delle war, wenn wir zu einer Normalität kommen, wieder sehr stark überproportionales Wachstum hinbekommen wird im Vergleich zu konventionellen. Allerdings wird der konventionelle NEH im Moment sehr stark profitiert und teilweise positive Bio-Umsätze auch hat. Wenn man sieht, dass Penny jetzt auch eine große Kampagne angefangen hat für Bio, die wittern da Chancen und keine Krise und Gefahren und es ist alles schlecht und so weiter. Ganz im Gegenteil, und deshalb gehen auch die Experten davon aus, dass der konventionelle LEH weiter Marktanteile deutlich, vielleicht sogar nochmal dynamischer, gewinnen wird. 30% Bioanteil bis 2030, haben alle gesagt, bis auf einen. Einer hat gesagt, er könnte sich schon das vorstellen, dass es plötzlich dynamisch losgeht. Haben alle anderen gesagt, ohne staatliche Eingriffe, Unterstützung, völlig unrealistisch. Ich meine, in 8 Jahren 24% Marktanteil zu kriegen, wo man 20 Jahre gebraucht hat, 6-7% hinzukriegen, das ist nicht zu schaffen. Ich denke, es ist auch wichtig, einmal jetzt gerade aufgrund des Beitrags zu überlegen, okay, wir sollen staatliche Politikprogramme über den Markt realisieren. Wer so ein bisschen mal BWL, VWL und wie läuft das alles, Grundlagen, der weiß, dass Märkte nicht unbedingt gut geeignet sind, politische Ziele zu erreichen, zu erarbeiten. Dazu gibt es ja Politik, Rahmenbedingungen, Förderung und so weiter und so fort. Und die Biobranche darf jetzt versuchen und strampeln, bis dort hinaus noch Hoffnung haben, dieses politische Programm der Ökologisierung der Landwirtschaft, das Instrument heißt ökologischer Landbau, ist erprobt, ist super, das soll jetzt über die Märkte geregelt werden. Das heißt, es wird eine Planwirtschaft im Grunde von der Politik erwartet, die aber eine Marktwirtschaft will. Und wir kommen jetzt aus Julia Klöckner, du Verbraucher entscheidest.
Wir sehen, wie der Verbraucher entscheidet. Ich möchte das gerne so stehen lassen, dass wir vom Handel, der eben diese Märkte bearbeitet, möglichst intensiv hier auf Volumen schaffen kann und dem Verbraucher Angebote machen kann, den KundInnen, aber er kann nicht hexen und zaubern, ja, was gerade die Preise und die Bewertung anbelangt. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin Katrin Zander, ich bin seit gut 2 Jahren Professorin für Agrar- und Lebensmittelmarketing in Witzenhausen. Mein Schwerpunkt in der Forschung ist eher die Verbraucherforschung, da komme ich her. Ich werde noch kurz in Ergänzung zu dem, was Jan gerade gesagt hat. Es geht nicht nur darum, dass Verbraucher entscheiden. Verbraucher sollen auch die Probleme lösen. Das ist irgendwie die Maßgabe aus dem Bundesministerium. Und das möchte ich doch ganz stark in Frage stellen. Von daher bin ich da sehr bei dir, Jan, dass das so nicht funktionieren kann.